Hallo, jetzt möchte ich euch die Tipps verraten. Im ersten Teil wo es sich wirklich um Ernährung dreht. Und im zweiten Video zu den Tipps findest du, also das vierte Video insgesamt in der Reihe, da findest du dann die Tipps, wo es wirklich um eine mentale, geistige Umstellung geht. Also was kann dir da helfen? Sozusagen die Ernährung umzustellen und dich von der Zuckersucht zu befreien. Und ich fange mal an, was ich hier so zusammengetragen habe. Da haben wir erstens, schau auf die Produkte, an wievielter Stelle kommt der Zucker in der Inhaltsangabe. Und je weiter hinten im Produkt in der Inhaltsangabe der Zucker steht, je weniger davon ist drin. Das könnte ein erster Schritt sein, Produkte zu wählen, wo entweder gar kein Zucker drin ist oder halt ganz weit hinten in der Inhaltsangabe. Der zweite Tipp ist, wenn du einen Kuchen backst, dann verwende nur halb so viel Zucker, wie im Rezept drin steht. Oder halb so viel von dem Süßungsmittel, was angegeben ist. Kann auch ein Tipp sein, kann auch ein Weg sein, ein erster Schritt. Dann, wenn du das schon längere Zeit machst, dann kannst du drittens den Zucker komplett ersetzen, also sozusagen Zucker aus Süßungsmittel, die industriell hergestellt wurden, durch Süßungsmittel, die natürlich vorkommen, Datteln, Feigen, süße Bananen zum Beispiel. Ja, also ersetze industriell gefertigte Süßungsmittel durch natürliche Süßungsmittel. Dann, was die Schokolade betrifft, da auch noch ein Tipp. Bei mir ist es so, eine Tafel Schokolade, Vollmilchschokolade, kann ich einfach so wegputzen, und mir geht es aber hinterher schlecht. Ich habe da ein schlechtes Gefühl dabei. Deswegen habe ich angefangen, Zartbitterschokoladen zu essen. Als ich dann noch weiter vorangeschritten war in meinem Prozess, habe ich Rohkostschokolade mir gekauft, die sozusagen kaum noch Zucker enthält. Und mittlerweile bin ich dabei, mir rohe Kakaobohnen zu kaufen und sie entweder alleine oder mit einer Dattel zu essen, weil mir geht es um den Kakaokick, ja? Und diese ganzen Begleitprodukte, Inhaltsstoffe, die in so einer normalen Tafel Schokolade drin sind, tut mir einfach nicht gut. Also wenn ich einen Kakaokick will, dann esse ich eine rohe Kakaobohne. Aber wie gesagt, ich hatte auch diese verschiedenen Etappen dabei. Genau, dann sechster Tipp. Die Art des Zuckers. Ja, je nachdem, in welchem Punkt des Prozesses du dich befindest, kannst du den Zucker austauschen. Ja, weißen Zucker, wenn du, das war zum Beispiel auch sehr entscheidend für mich, mich mal damit auseinanderzusetzen. Wie Zucker hergestellt wird, wie weißer, kristalliner Zucker hergestellt wird. Da werden Laugen, Säuren und sonst was verwendet, damit du nachher diese kleinen quadratischen Kristalle hast. Ja, also schau dir das mal an. Also mir ist danach vergangen, ich habe dann nie wieder solchen Zucker gegessen. Dann gibt es den braunen Zucker, der ist fast genauso schlimm, aber da ist halt eine Stufe weniger. Und dann gibt es ja mittlerweile fast überall Agavendicksaft, Kokosblütenzucker. Diese Zucker sind auf jeden Fall besser, weil sie den Blutzuckerspiegel nicht so stark anheben wie weißer Rübenzucker. Ja, das ist sozusagen die bessere Variante. Kokosblütenzucker lässt den Blutzuckerspiegel nicht so ansteigen. Ein niedriger Blutzuckerspiegel verhindert Heißhungerattacken. Komme ich auch noch gleich dazu. Und dann brauchst du vielleicht gar nicht mehr diese anderen Süßungsmittel, sondern isst dann irgendwann nur noch Datteln, Rosinen und süßes Obst. Genau. Genau, also einfach immer mehr beim Zucker darauf zu achten, dass er immer weniger verarbeitet ist. So. Dann habe ich das mal so eine kleine Tafel bei Facebook gesehen, hatte eine Freundin gepostet, fand ich auch sehr spannend. Wenn du Hunger auf Pommes hast, dann braucht dein Körper wahrscheinlich irgendwas Fettes. Also kannst du ihm statt Pommes zu geben auch eine gesündere Variante von Fett geben, und zwar Nüsse. Wenn du Lust auf Schokolade oder irgendwelche Süßigkeiten hast,
dann braucht dein Körper Kohlenhydrate, also kannst du dir eine gesündere Variante suchen und Obst essen. Ja? Und einige sagen vielleicht so, ja, warum soll ich das denn ersetzen und so. Also es geht nur darum, wenn du ein gesünderes, dich gesünder ernähren willst, also wenn du, und es gibt immer eine gesündere Variante sozusagen. Und mein Anspruch war ja, ich habe das in dem ersten Video gesagt, ich will einfach gesund alt werden, das ist mein Ziel und darum mache ich das, habe ich diese Umstellung gemacht und ich wollte mich einfach wohler fühlen. So, ne? Also, und gib dir auch die Zeit, die Dinge zu ersetzen, sodass sie von allein, dass es von alleine passiert. Ja? Also zwing dich zu nichts, sondern spüre, merke, ah, Milch tut mir nicht mehr gut, ah, das tut mir nicht mehr gut. Ja, so, das. Dann ganz, war auch einer der Schritte für mich, zwischen den Mahlzeiten mindestens 4 Stunden Zeit zu lassen, damit der Blutzuckerspiegel wieder nach unten geht. Wenn du zum Beispiel morgens mit was Süßem anfängst, das ist jetzt schon wieder ein anderer Tipp, dann wird dein Blutzuckerspiegel nach oben gehen und du wirst den ganzen Tag über einen Hieper auf Süßes haben oder Hieper auf Essen haben. Ja, es ist ganz wichtig, zum Beispiel durch Pausen oder auch durch das, was man isst, den Blutzuckerspiegel wieder absinken zu lassen, um die Heißhungerattacken zu vermeiden. Dann ganz wichtig, keine Süßigkeiten auf Vorrat kaufen. Ja, wenn ich irgendwie mal wieder einen Hieper habe, dann gehe ich direkt in den Laden, kaufe mir das, was ich will, esse es auf und dann ist gut. Ja, also ich habe gar keine Süßigkeiten mehr auf Vorrat, außer halt Datteln und das, was ich wirklich da haben will. Das ist der nächste Tipp. Habe nur Lebensmittel im Haus, die du auch wirklich verzehren möchtest. Ja, genau. Dann noch etwas, was mir immer wieder das klingt jetzt krass, das Genick bricht, aber ich versuche Buffets zu vermeiden. Auch noch ein Tipp, weil es fällt mir bis heute schwer auf, also bei Buffets nur so viel zu essen, wie es mir gut tut. Ich esse da grundsätzlich mehr, als mir gut tut und ich gehe dann mit Bauchschmerzen nach Hause. Den Preis zahle ich manchmal, ich weiß ja nicht wie oft, vielleicht passiert es mir immer wieder, keine Ahnung, aber ich versuche Buffets zu vermeiden. Klar mache ich Ausnahmen beim Geburtstag oder einer Hochzeit oder so. Aber so im Alltag gehe ich nicht mehr zu einem Brunch. Genau. So, das waren. Ah ja, noch ein abschließender Tipp, den ich auch mal ganz spannend fand. Sozusagen als letzter Tipp. Und zwar, dass du, wenn du glaubst, dass du Hunger hast, erstmal was trinkst. Manchmal legt sich das dann schon, weil wir gar nicht Hunger haben, sondern eigentlich Durst. Ja, also ersetze oder probiere, wenn du Hunger bekommst, erstmal was zu trinken und nicht gleich was zu essen. So, und ich habe da schon öfter gemerkt, dass manchmal esse ich auch aus Langeweile oder so, ne? Aber nein, wenn du Hunger hast, trink erstmal was. Vielleicht ist das schon die Sättigung, die dir hilft. Ja, okay. Das waren jetzt so ganz praktische Tipps, wie du, ja, wie du Sachen austauschen kannst. Im zweiten Video über die Tipps, also im vierten der Zuckersucht-Folge, da erzähle ich dir, wie gesagt, die mentalen Tipps. Also klick gleich rüber zum vierten Video und da werden auch nochmal ganz spannende Sachen, die dir wirklich helfen. Dann auch das geistige Bewusstsein dafür zu entwickeln, damit du diese ganzen anderen Tipps auch wirklich umsetzen kannst. Also, bis gleich im anderen Video. Tipps und Fragen, wenn du noch weitere Tipps hast, einfach unten in die Kommentare. Genau, aber jetzt mal rüber zum anderen Video.